So, guten Morgen und herzlich willkommen im Europäischen Haus zu unserer heutigen Pressekonferenz zum Thema EU-Urheberrechtsreform. Mein Name ist Judith Herzog-Falvi. Ich bin Presseattaché hier im Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und moderiere heute die Veranstaltung, die Pressekonferenz, und möchte auch diejenigen begrüßen, die heute über Livestream auch von außen zuschauen. Und ich freue mich sehr, dass wir gleich 4 Mitglieder des Europäischen Parlaments heute für die Pressekonferenz gewinnen konnten. Der Kommissionsvorschlag für dieses Dossier ist vom 14. September 2016 und hatte den Hintergrund, dass der Verbraucherschutz auch im digitalen Binnenmarkt gestärkt wird und sichergestellt wird, dass die Rechte und Pflichten, die im Urheberrecht in der analogen Welt gelten, auch im Internet gestärkt werden und angepasst werden den Entwicklungen im Internet. Nach fast genau 2 Jahren kam es zur Abstimmung im Europäischen Parlament im September 2018 und die Position des Parlaments in erster Lesung stand fest. Vor kurzem, am 13. Februar 2019, haben sich die Unterhändler des Parlaments und des Rates auf eine vorläufige Position geeinigt, die dann auch im Rechtsausschuss des Parlaments gebilligt wurde. Und so steht dieses Dossier nächste Woche in Straßburg auf der Tagesordnung, nächste Woche Dienstag, am 26. März. Insbesondere in der deutschen Öffentlichkeit hat es große Wellen geschlagen und wurde sehr kontrovers diskutiert. Deswegen freue ich mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, auch die verschiedenen Positionen und Ihre Fragen dazu zu bekommen und hören. Und deswegen würde ich kurz die Gäste und die Abgeordneten vorstellen. Zu meiner Rechten Axel Voss aus Nordrhein-Westfalen für die CDU im Europäischen Parlament und Berichterstatter für die Urheberrechtsreform. Sie kriegen gleich das Wort. Und dann gleich neben mir links Julia Reda von der Piratenpartei im Europäischen Parlament und Schattenberichterstatterin für dieses Dossier und stellvertretender Vorsitzender der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament. Timo Wölken von der SPD im Europäischen Parlament und im Rechtsausschuss Mitglied ist auch dabei und freut mich. Und ganz rechts außen Frau Trüppel, Dr. Helga Trüppel von der Grünen und in der Grünen Fraktion. Sie war auch Schattenberichterstatterin für die Stellungnahme aus dem Kulturausschuss und ist auch dort stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Bildung und Kultur. Ich gebe das Wort weiter und möchte Sie bitten, in etwa 5 Minuten kurz Ihre Position zusammenzufassen, um dann auf die Fragen einzugehen. Und Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank und einen recht wunderschönen guten Morgen und vielen Dank auch hier von der Vertretung des Europäischen Parlaments, das Ganze entsprechend noch einmal auch zusammenzuführen. Die Debatte wird nächste Woche am Dienstagmorgen in Straßburg noch mal geführt werden und die Abstimmung entweder am Dienstag oder am Mittwoch, ich bin mir nicht ganz sicher, heute Abend, es steht schon fest, wann das ist, am Dienstag dann entsprechend die Abstimmung auch stattfinden wird. Und von daher, glaube ich, können wir dann auch mal einen Schlussstrich unter dieses Kapitel ziehen, wofür wir jetzt 2 Jahre lang, oder ich zumindest 2 Jahre, andere auch 3 Jahre lang, an diesem Thema gearbeitet haben. In der öffentlichen Debatte reduziert sich das ja völlig auf den Artikel 13, obwohl wir noch so schöne andere Themen eigentlich im Angebot haben. Also da wäre natürlich der Artikel 11 mit dem Leistungsschutzrecht, das wäre Artikel 3 zu Text und Data Mining oder auch die Artikel minus 14, 14 bis 16a entsprechend, wo wir uns ja auch um die Vergütung und die faire Vergütung auch für die Künstler und Kreativen auch kümmern. Und leider, wie gesagt, konzentriert sich das rein auf den Artikel 13 und die Debatte um die sogenannten Upload-Filter, die gar nicht im Text stehen, aber die irgendwie immer in der Diskussion mitschwingen, weil es in der Umsetzung oder wie auch immer eine Rolle spielen mag. Wir haben in Artikel 13 zugrunde gelegt und einen völlig veränderten Text, nicht nur vom
Rechtsausschuss, der vor dem Sommer letzten Jahres rauskam. Wir hatten danach ja noch mal einen wieder völlig veränderten Text im September auch entsprechend abgestimmt und nun mal noch mal wieder völlig verändert. Die Struktur des Artikel 13 bezieht sich im Grunde darauf, dass wir ganz klar sagen, zum einen Plattformen, die überhaupt unter Artikel 13 fallen, bestimmen sich erst einmal nach dem Artikel 2.5, wo wir die Plattformen, die überhaupt unter Artikel 13 fallen, versuchen zu definieren und in der Fortführung des der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes dort versuchen zu definieren, was ist eigentlich eine aktive Plattform. Die Plattformen, die wir damit erreichen wollen mit Artikel 13, sind letztlich eigentlich nur die aktiven Plattformen, die genau wissen, dass sie urheberrechtlich geschützte Materialien auf ihrer Plattform haben, damit Gewinn erzielen und das eben der Öffentlichkeit auch entsprechend wiedergeben. Das ist von daher relevant, weil man da oftmals gerne verwechselt, dass nun auf einmal alle Plattformen angeblich unter Artikel 13 fallen. Das ist nicht der Fall, wenn man sich den Artikel 2.5 hier mal durchliest. Die Plattformen, die dann entsprechend überhaupt nur noch unter Artikel 13 fallen, dort geben wir ganz klar die Position an und sagen, ihr macht dann eine öffentliche Wiedergabe, weil ihr eben genau wisst, dass ihr hier urheberrechtlich geschützte Werke auf eurer Plattform anbietet. Und deshalb sollt ihr auch euch mit einer Haftung auseinandersetzen, mit einer Haftungsfrage, die aber nicht so ohne weiteres absolut gilt. Wir haben drei Ausnahmen hier auch formuliert. Das eine ist die Ausnahme, wie sich eigentlich eine Plattform, die unter Artikel 13 fällt, auch in dem Versuch, sich wieder sozusagen zu enthaften, welche Anforderungen dort aufgeführt werden. Wir haben eine Ausnahme für die Kleinst- und jungen Plattformen formuliert, was über Deutschland und Frankreich ja im Rat vereinbart worden war, was wir im Trilogergebnis so übernommen haben. Und von der Struktur her fanden wir oder finde ich es nicht ganz gelungen, das auch in dem Artikel 13 selbst anzusiedeln, anstatt das in der Definition zu machen, weil man dort etwas mehr Schwierigkeiten dann bekommt, zu sagen, die dort nicht runterfallen, sollen dann eigentlich der E-Commerce-Richtlinie unterfallen. Bloß wenn man das innerhalb des Artikel 13 macht und als eine aktive Plattform dann auch schon definiert hat, dann wird man das kaum mehr unter passive Plattformen nachher unterfallen lassen können. Deshalb haben wir versucht, das dort nochmal entsprechend einzugrenzen. Und wir haben für diese kleinen Plattformen, auch wenn man diese drei Kriterien, die dort genannt sind, die 10 Millionen globalen Umsatz, die 5 Millionen monatliche Einzelbesucher oder auch die 3 Jahre, die dort zugrunde gelegt sind, selbst wenn man da rauskommt, haben wir darüber hinaus noch eine Verhältnismäßigkeitsregelung dafür getroffen. Also wenn man nun 10 Millionen und 1 Euro sozusagen Umsatz gemacht hat, dass man dann dennoch nicht die gleichen Anforderungen erfüllen muss wie große Plattformen. Und wir haben eine Ausnahme auch noch mal für die User gemacht, für die Nutzer, die hier in dem Bereich alles, was unter Remix, Memes und GIFs und ähnliche Dinge läuft, also unter User-Generated Content läuft, auch hier nochmal eine Ausnahme vorgesehen, dass auch diese Dinge selbstverständlich und diesmal europaweit verpflichtend überall auch entsprechend hochgeladen werden soll. Das sind die rechtlichen Anforderungen, mit denen sich die Plattformen entsprechend befassen müssen, wo sie sich einsortieren müssen. Und im Ergebnis muss man eigentlich sagen, wenn es jetzt immer die Sprache auch auf die sogenannten Upload-Filter kommt, dass hier natürlich eine Haftung der Plattform existiert, dass man diese Haftung aber nur auf die wesentlichen Dinge reduziert, wo man eben sagen muss, derjenige, der sich dort mit seinem Werk nicht registriert hat, dafür wird man auch kaum eine Haftung dann entstehen lassen können in der Praxis. Ich glaube, die 5 Minuten sind um. Ja, genau, deswegen vielen Dank und Frau Deda.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass es so ein großes Interesse für eine europäische Abstimmung gibt. Das ist ja nicht aller Tage der Fall. Und es ist ganz wichtig, dass es eben diese öffentliche Debatte jetzt vor der Entscheidung im Europaparlament gibt, wo das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Gerade vor wenigen Minuten hat die Online-Petition gegen Artikel 13 die 5-Millionen-Marke geknackt. Damit ist es die größte Change.org-Petition aller Zeiten, noch vor der Petition, die darauf abgezielt hat, dass das amerikanische Electoral College Hillary Clinton zur Präsidentin wählen sollte. Das ist die zweitgrößte Petition. Also 5 Millionen Menschen haben dort unterschrieben gegen Artikel 13 zu einem europäischen Thema. Und es haben auch ungefähr 150 Europaabgeordnete einen Änderungsantrag für die Streichung von Artikel 13 eingereicht, der hoffentlich nächste Woche dann Erfolg haben wird. Es gibt natürlich viele andere Aspekte dieser Reform, die wichtig sind, die teilweise auch kritikwürdig sind, aber ich denke, dass die öffentliche Debatte, die wir um Uploadfilter haben, zeigt, dass in den letzten Jahren dieses Reformprozesses die Einbindung der Zivilgesellschaft, die Einbindung wissenschaftlicher Expertise einfach versäumt worden ist. Es gab ja bereits vor einem Jahr, im Juli 2018, eine erste Ablehnung der Verhandlungsposition des Parlaments. Und das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen, um einige der grundlegenden Debatten zu führen, die jetzt gerade anfangen. Stattdessen wurde leider die Zeit zwischen der ersten Abstimmung im Juli und der zweiten im September genutzt, die Kritikerinnen und Kritiker dieser Reform zu diskreditieren. Zum Beispiel, indem gesagt wurde, die Menschen, die sich per E-Mail an ihre Abgeordneten gewendet haben, die würden gar nicht existieren, das seien nur Bots. Jetzt haben wir jedes Wochenende seit einem Monat tausende Menschen auf der Straße, die rufen, wir sind keine Bots. Ich glaube, eindrucksvoller kann man nicht beweisen, dass es sich dabei um eine Diskreditierung gehandelt hatte und dass das Thema einfach von der Politik unterschätzt worden ist. Eine weitere und wahrscheinlich die größte Kundgebung ist für diesen Samstag angekündigt, den 23. März, wo ich auch bei der Demonstration in Berlin zugegen sein werde. Zum Inhalt von Artikel 13, der denke ich, wahrscheinlich der Hauptpunkt ist, auf den wir uns konzentrieren müssen in der Debatte, ist völlig klar, dass eine Umsetzung von Artikel 13 ohne Uploadfilter nicht möglich ist. Es ist richtig, das Wort Uploadfilter steht nicht im Text, aber ich habe ja an den Verhandlungen teilgenommen und miterlebt, wie gezielt alle Wörter aus dem Text entfernt wurden, die suggerieren, dass es um Uploadfilter geht. Da wurde das Wort Technologien durch das Wort Mittel ersetzt, das Wort Fingerprints wurde durch das Wort Rechteinhaberinformationen ersetzt. Aber es ist natürlich völlig klar, dass es sich hierbei um Euphemismen handelt. Fakt ist, Artikel 13 erfordert, dass sobald ein Rechteinhaber einer Plattform keine Lizenz erteilen möchte, die Plattform sperren muss. Und dementsprechend ist es nicht möglich, selbst bei einer Plattform, die über sehr große finanzielle Mittel verfügt und alle Lizenzen einkaufen könnte, die ihr angeboten würden, dass sie auf Uploadfilter verzichten kann. Denn es wird immer Rechteinhaber geben, zum Beispiel die Hollywood-Studios, die solche Lizenzen schlicht und ergreifend nicht erteilen. Ich glaube, was auch unterschätzt worden ist bei dieser Reform, ist, dass heutzutage wir alle Urheberinnen und Urheber sind. Jede Person in Deutschland, die ein Smartphone hat, ist Rechteinhaber ihrer Fotos. Entweder als Urheber bei kreativen Werken oder sie hat einen Lichtbildschutz für nicht kreative Werke, wie zum Beispiel die Selfies, die sie machen. Das heißt, die Idee, dass man mit all diesen Menschen Lizenzen abschließen kann, ist nicht möglich, auch nicht über Verwertungsgesellschaften, die ja oft solche Amateurrechteinhaber überhaupt nicht aufnehmen. Was die Urheberrechtsreform leider versäumt hat, ist genau diese ganz grundlegenden Widersprüche zwischen dem geltenden Urheberrechtssystem und dem Internet aufzulösen. Also das Urheberrecht auf diese neue Realität anzupassen, dass wir alle Urheberinnen und Urheber sind und ein System zu finden, das mit dieser Komplexität umgehen kann und auch viele Alltagshandlungen im Netz zu legalisieren.
Herr Voss hat gesagt, dass Memes und Parodien weiter hochgeladen werden können. Aber die Problematik ist ja, dass von den Plattformen dort etwas abverlangt wird, was technisch überhaupt nicht möglich ist. Also auf der einen Seite wird gesagt, sie müssen den Upload von geschützten Werken verhindern. Und dabei geht es eben nicht nur um den Upload von bestimmten Dateien, also zum Beispiel einer Musikdatei, sondern es geht wirklich um das Werk. Das heißt, man müsste dort auch verhindern, dass der Songtext hochgeladen werden kann oder dass eine Coverversion von einem Lied hochgeladen werden kann. Auf der anderen Seite wird gesagt, es sollen aber keine legalen Inhalte gesperrt werden. Es wird aber ignoriert, was eigentlich einhellig alle Experten für künstliche Intelligenz sagen, dass eine solche Technologie nicht existiert. Die große Befürchtung ist also, dass fehlerhafte Technologie eingesetzt wird. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat davor gewarnt, dass diese Technologie wahrscheinlich wieder von den größten Technologiekonzernen eingekauft wird und dass dadurch letzten Endes die Macht dieser Konzerne noch erhöht wird, weil letzten Endes auch die Datenströme kleiner Plattformen am Ende über die großen Plattformen laufen werden. Das heißt, wir haben hier wirklich ein großes Problem und ich hoffe sehr, dass das Europaparlament die Chance nutzt, die von ihrem Recht Gebrauch zu machen, diese Reform in dieser Form nochmal zu stoppen. Wir haben Proteste gerade von einer jungen Generation, die die Grundlage für die Unterstützung der Europäischen Union ist, die an die europäische Demokratie glaubt und die darauf hofft, dass die Europaabgeordneten in ihrem Sinne abstimmen werden. So, vielen Dank. Herr Wölken, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank fürs Kommen heute. Ich glaube, das ist ein Vertragstext oder ein Regelungstext, der ja wirklich noch sehr viel Diskussion erfordert. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben uns insbesondere für ein starkes Urhebervertragsrecht eingesetzt. Das sind die Artikel minus 14, 15 bis 16a. Deswegen würden wir auch ein Scheitern bedauern. Und umso bedauerlicher ist es, dass in den Verhandlungen das starre Verharren auf Uploadfilter auf diesen Artikel 13 mit seinen schädlichen Implikationen nicht aufgegeben wurde. Ich habe die Befürchtung, dass durch die Kompromisslosigkeit am Ende die Urheberrechtsreform an diesem Artikel scheitern könnte und das würde ich zutiefst bedauern. Aus diesem Grund habe ich auch noch mal eine Streichung beantragt. Frau Rehde hat es gerade gesagt. Insgesamt haben knapp 150 Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament jetzt sich für eine Streichung des Artikel 13 ausgesprochen. Ich glaube, das ist schon ein sehr starkes Signal. Wir treffen uns heute an einem besonderen Tag. Heute ist Blackout Day. Blackout 21 trendet derzeit bei Twitter. Die Wikipedia hat in Deutschland ihr Angebot für heute eingestellt. Nicht etwa, weil das irgendjemand beschlossen hat, sondern die Autorinnen und Autoren der Wikipedia, um auf die Gefahren mit des Artikel 13 der Urheberrechtsreform in Gänze, auch Artikel 11, hinzuweisen. Reddit, eine große Plattform, sie versieht heute Posts, die Nutzerinnen und Nutzer hochladen mit einem Warnhinweis, dass dieses Posting mit dieser Richtlinie so wahrscheinlich nicht mehr möglich wäre. Wir sehen also eine ganz große zivilgesellschaftliche Bewegung, die deutlich macht, dass die Reform so, wie sie jetzt auf dem Tisch liegt, mehr Nachteile als Vorteile hat. Insbesondere junge Europäerinnen und Europäer beteiligen sich an den Protesten. Es ist ähnlich wie bei den Fridays for Future-Demonstrationen. Junge Europäerinnen und Europäer werden zum Teil nicht ernst genommen. Die Kommission hat die Demonstrierenden als Mob bezeichnet auf einem offiziellen Blogpost. Die Kommissarin ist mir bis jetzt eine Antwort schuldig geblieben, obwohl die Frist auf die parlamentarische Frage abgelaufen ist, wie es zu diesem Blogpost kommen konnte. Ich erwarte von der Kommissarin Gabriel, dass die Benachrichtigung jetzt schnell nachgereicht wird. Kolleginnen und Kollegen bezeichnen Demonstrierende als Bots. Die Abstimmung sollte möglichst vor die europaweiten Demonstrationen gelegt werden. All das trägt zu kurz vor der Europawahl nicht dazu bei, das Verständnis für Demokratie bei jungen Menschen zu verstärken. Und das halte ich ehrlich gesagt für sehr gefährlich. Ein Wort vielleicht auf die nationale Ebene. Ich bin doch überrascht, dass die Bundeskanzlerin gerade gesagt hat,
Uploadfilter stehen nicht im Text und außerdem hätte man den Franzosen zugesagt, den Artikel 13 so zu beschließen. Die Bundeskanzlerin hat damit gesagt, ihre Abrede mit den Franzosen steht über dem Koalitionsvertrag, in dem Uploadfilter für genau diesen Zweck ausgeschlossen sind. Ich halte das für ein sehr merkwürdiges Verständnis von Koalitionsverträgen durch die Regierungschefin an dieser Stelle und fühle mich etwas an Kohls Ehrenwort an dieser Stelle erinnert. Ich glaube, dass dieser Vorschlag zu Recht noch diskutiert werden muss. Es gibt große Gefahren. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten eine Lösung für Artikel 13 gefunden. Ich selber habe im Sommer eine Alternative vorgeschlagen, die im Kern das ist, was die CDU jetzt auf nationaler Ebene in ihrem Positionspapier vom letzten Freitag vorgeschlagen hat. Das Problem ist, der CDU-Vorschlag ist, so wie ich ihn interpretiere, entweder nicht hilfreich oder aber europarechtswidrig. Es gibt zwei Interpretationsarten und würde gegen die InfoSoc-Richtlinie verstoßen. Deswegen wollte ich eine Ausnahme für usergenerierten Content auch auf europäischer Ebene und habe das im Sommer vorgeschlagen. Das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, von der CDU das dort einzuführen. Das nur auf deutscher Ebene zu versuchen, wird nicht zum Erfolg führen. Dankeschön. Erstes sagen, dass ich die Proteste sehr ernst nehme und da ich ja mit Julia Reda in einer Fraktion sitze und auch in der Legislaturperiode vorher mit zwei schwedischen Piraten in einer Fraktion gesessen habe, habe ich diese Debatte also seit 10 Jahren geführt. Das ist also nicht was, was gerade erst das Licht der Öffentlichkeit erblickt hätte, aber die Emotionalität und die Wirkungsmacht in der Gesellschaft ist jetzt natürlich anders. Ich möchte darlegen, warum ich generell eine andere Denke habe, wenn es um die Frage der Freiheit im Netz geht. Ich bin absolut für Meinungsfreiheit, gegen Zensur. Das kann man auch an meiner Politik, sagen, was ich zu Guantanamo gesagt habe, Menschenrechtspolitik in China, gegen den digitalen Überwachungsstaat in China. Ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel. Aber ich glaube, anders als noch Barlow, einer der Päpste der Freiheit des Internets mit seiner damaligen Erklärung Independence of Cyberspace, das ist ja eine Denke, die davon ausgeht, dass Cyberspace was ganz anderes ist als die analoge Welt und deswegen da auch andere Regeln und Gesetze gelten sollen. Ich bin explizit nicht der Meinung, dass das der Fall sein soll. Und ich sage immer so ein bisschen salopp, in den Anfängen des Internets, als es noch unheimlich community-based war, mit unglaublichen Hoffnungen, jeder hat Zugang zur Kultur, alles wird viel freier, haben wir in der letzten Dekade die Entwicklung zu Internetmonopolen gesehen, die meiner Meinung nach zu wenig gut reguliert sind. Mir geht es nicht um Überregulierung, sondern mir geht es auch im digitalen Kulturkapitalismus um gute Regeln. Es geht nicht darum, diese ganzen tollen neuen Angebote, von denen wir ja alle profitieren, abzuschaffen. Aber es geht mir auch nicht um die Abschwächung des Urheberrechts oder gar die Abschaffung, sondern es geht mir darum, das Urheberrecht für die digitale Welt fit zu machen. Deswegen habe ich auch ein Manifest geschrieben. Wir haben jetzt 96 Abgeordnete bisher unterschrieben. Das wird jetzt von meinem Mitarbeiter Ihnen verteilt. Ein Manifest für ein offenes und faires Netz, ohne Zensur, aber mit Bezahlung von Urheberinnen und Urhebern. So, es geht also, und ich möchte Sie darauf hinweisen, auch wenn das teilweise Ihre Konkurrenz ist, also die Zeit von heute, das Feuilleton, große Artikel von Jaron Lanier, aus dem Silicon Valley, der darlegt, wie seiner Meinung nach die Proteste, die es jetzt vor allem in Deutschland gibt, vor allem den Interessen der Monopole dienen. Und außerdem ist noch eine große Seite, und das macht auch den Konflikt deutlich zwischen Frau Reda und mir, zwischen Freiheit oder ob man gute Regeln für das Netz will. Ich betone nochmal, ich habe auch einen Freiheitsbegriff, der ist aber nicht dereguliert, sondern ein verantwortlicher. Und so wie ich auch im analogen Kapitalismus will, dass es Standards gibt, für Soziales und Ökologie und Arbeitnehmer- und Nehmerinnenschutz möchte ich auch, dass es gute Regeln für das Netz gibt. Das ist für mich durchaus vereinbar mit Meinungsfreiheit. Jetzt haben wir aber ein Framing gehabt mit diesen Hashtags Censorship Machine und Uploadfilter. Muss man waren sehr erfolgreich. Chapeau, so ein bisschen wie beim Brexit Take Back Control und alle stürzen sich auf dieses Framing. Die Frage ist, ob das so richtig ist und angemessen ist. Und darum würde ich gerne jetzt auf den Text kommen. Artikel 13 hat ja den Hauptzweck, dass urhebergeschützte Inhalte, an denen die Plattformen nicht die Rechte haben, lizenziert werden. Ich finde das eine richtige Politik, dass die reichsten Firmen der Welt, kulturelle Arbeiterinnen und Arbeiter, Kreative, Journalisten und Journalistinnen, Musiker, Filmemacherinnen,
angemessen beteiligen an dem Geld, was die Plattformen über Werbung machen. Das heißt nicht, dass Sie jetzt alle oder Ihre Kinder, die Sie wahrscheinlich auch alle am Abendbrottisch haben, sagen, oh, was macht die Uda, die schafft morgen YouTube ab, ich darf kein Katzenvideo mehr hochladen oder ich kann irgendwie nichts mehr suchen im Netz. Das stimmt alles nicht, sondern es geht nur darum, dass Lizenzverträge zwischen Rechteinhabern, Plattformen und Verwertungsgesellschaften ausgehandelt werden. Damit ist dann alles legal. Das heißt, die User werden nicht mehr abgemahnt, die Plattformen haben auch Rechtssicherheit und die Urheber werden angemessen bezahlt. Ich möchte Ihnen deswegen, weil es ja auch viele Proteste gibt, auch von den Foren, die zum Beispiel Angst haben, sie könnten ihre Foren, wo sie Sachen austauschen, nicht mehr machen. In Artikel 37a, ich habe jetzt hier den englischen Text, ich lese Ihnen das kurz vor, steht, this directive should target only online services which play an important role on the online content market by competing with other online content services such as online audio and video streaming services for the same audience. Also es gibt einen ganz klaren Fokus, wer unter diese Richtlinie fällt und wer nicht. Also Wikipedia ist ausgenommen, Online-Enzyklopädien sind ausgenommen, Datingportale wie Tinder sind ausgenommen und ich lese Ihnen vor, weiter unten im gleichen Artikel 37a, Open Software Development and Sharing Platforms, Not-for-Profit Scientific and Educational Repositories are out. Also das möchte ich erstmal sagen zu der generellen Debatte. Da sind ganz viele Befürchtungen im Raum, in der Öffentlichkeit, aber im Text, im Erwägungsgrund 37a steht ganz klar, Sharing-Plattformen sind nicht betroffen. So, jetzt geht es weiter mit, ja, noch, nur noch zwei Sätze, ja. Aber die sind entscheidend. Nämlich, Sie haben eben darauf hingewiesen, Wikipedia hat heute abgeschaltet, auf der Mobile-App, die die Jugendlichen nutzen, zwischen 14 und 24, und zwar zu 74% sind alle Sachen da. Das ist für mich also ganz viel Theaterdonner. Die Jugendlichen können also heute bei Wikipedia für ihre Hausaufgaben und sonstige Vergnügungen alles finden. Ich finde das bezeichnend, also wie Wikipedia da Politik macht. Und darum möchte ich das deutlich machen, wie hier Politik gemacht wird. Und deswegen finde ich, dass diese Reform ein fairer Ausgleich ist zwischen Nutzern, Plattformen und Rechteinhabern. Deswegen unterstütze ich das und ich werde alles dafür tun, diese Reform zu erklären, gegen falsche Interpretationen anzugehen und ich hoffe, dass wir im Sinne von guten Regeln im Internet nächste Woche eine Mehrheit haben werden, wenn wir in Straßburg abstimmen. Vielen Dank. Dankeschön für Ihre Position und die Ausführungen und die Argumente. Ich möchte Sie jetzt bitten, Ihre Fragen zu stellen und dabei sich kurz vorzustellen und dann auch vielleicht sagen, an wen Sie die Frage in erster Linie richten möchten. Als ich heute Morgen über mein Smartphone Wikipedia versucht habe aufzurufen, hat es nicht geklappt. Über die Mobile-App geht es nur. Es geht über die Mobile-App, ich kann es Ihnen zeigen, ich habe sie hier, ich habe es eben gecheckt. Über die Mobile-App geht es, über das normale, den normalen Zugang nicht, aber über die Mobile-App geht es. Okay. Herr Voss, ich wollte Sie fragen, Sie sagen, Uploadfilter stehen nicht drin in Artikel 13, aber sehen Sie die Möglichkeit, Artikel 13 anders umzusetzen und auf Uploadfilter zu verzichten? Also ich sehe im Moment keine Möglichkeit vom Prozedere her, wie das vorgeschlagen wurde, den Artikel 13 ganz rauszunehmen. Das hingegen würde zum Abbruch der ganzen Entwicklung führen und auch nicht mehr zu einer Umsetzung des Urheberrechts kommen. Deshalb sehe ich da eigentlich keine Möglichkeiten. Hinsichtlich der Umsetzung von Artikel 13 wird es ja im Zusammenhang der Mitgliedstaaten mit der Kommission auch zu Umsetzungsvorschriften kommen. Also das heißt, die Kommission begleitet das ganze Jahr. Und von daher wird man natürlich sich darauf konzentrieren, wie das eigentlich praktischerweise zu handhaben sein wird. Und im Grunde ist ja das, was wir hier machen, gar nicht so viel anders als das, was bislang schon existiert. Es geht zum einen um Eigentumsschutz von denjenigen, die hier etwas entwickelt haben. Und diese Verpflichtung des Eigentumsschutzes gibt es ja schon völlig unabhängig von dieser Reform, die wir hier machen. Auch hier besteht bereits die Verpflichtung für jeden, dieses Werk entsprechend zu schützen. Oder eben nicht zu nutzen, ohne eine Lizenz entsprechend zu haben. Das
ändert sich dadurch gar nicht. Das Einzige, was wir hier machen, ist, dass wir den Plattformen auch sagen, wenn ihr so aktiv seid, wie die EuGH-Rechtsprechung das ja auch zugrunde legt, dass es nur aktive Plattformen, die genau wissen, dass sie eigentlich das Eigentumsrecht anderer nutzt, um damit ihre Plattform attraktiver zu gestalten, dass nur diese Plattformen dazu aufgerufen sind, entsprechend auch Verantwortung zu übernehmen für dieses Eigentum anderer Leute und eben eine entsprechende faire Vergütung auszuschütten. Der Sinn und Zweck von Artikel 13 ist, diese Plattformen zu einer Lizenzierung zu führen, eben um fairer zu vergüten. Und darüber hinaus gibt es dann eben praktischerweise diese Möglichkeiten zu sagen, in welchen Fällen diese Plattform dann nicht haften muss. Das ist eben etwas, was sozusagen neu eingeführt wurde durch den Trilog. Und deshalb ist das diese große Überraschung, die hier immer an den Tag gelegt wird, als ob wir hier was völlig Neues machen, ist ja gar nicht der Fall. Das, was neu ist, ist, dass wir die Plattformen mit in die Haftung nehmen wollen und eben auch nur die, die wirklich wissen, dass sie diese Angebote überhaupt machen, zum einen. Und zum anderen, was neu ist, dass wir im Rahmen dieser Lizenzierungspflicht der Plattformen den User völlig freistellen von der Haftung. Das sind die zwei Elemente, die sich da eigentlich wesentlich ändern. Die Verpflichtung, das Eigentum zu schützen, existiert schon seit langem. Es wird nicht so gehandhabt. Es soll jetzt hiermit eine klarere und ausbalanciertere Möglichkeit gegeben werden, wie man auch im Internet und auf den Plattformen damit umgeht. Gut. Dankeschön. Nächste Frage. Arbeite für Politico. Herr Wölken, ich würde Sie gerne fragen, es wird hier berichtet, dass Ihre Partei am Samstag entscheiden möchte, dass Artikel 13 gestrichen wird auf dem Konvent. Deckt sich das mit Ihren eigenen Informationen? Und dann die zweite Frage, was machen Sie, wenn er nicht gestrichen wird? Wie stimmen Sie dann ab? Es gibt Anträge zum Parteikonvent der SPD am 23.03., die die Streichung von Upload-Filtern fordern. Ich glaube, dass wir am 23.03. zu einer Positionierung kommen werden, die genau das sagt, also dass wir Upload-Filter auf europäischer Ebene verhindern wollen und nicht nur auf deutscher Ebene, denn wir machen ja eine europäische Regelung. Wie der Konvent entscheidet, weiß ich natürlich nicht, aber diese Anträge gibt es und ich glaube, dass wir da zu einer deutlichen Positionierung kommen werden, dass wir Upload-Filter ablehnen. Wir haben in der deutschen SPD-Gruppe diskutiert, was wir machen, sollte der Änderungsantrag auf Artikel 13, die Streichung von Artikel 13 keinen Erfolg haben. Zunächst einmal, ich muss eins korrigieren, wir können Änderungsanträge stellen. Artikel 59 Absatz 3 und Absatz 4 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments sehen vor, wenn das Trilogergebnis debattiert wird, dass beantragt werden kann, Änderungsanträge zuzulassen. Das wird passieren, es wird dann diesen Antrag auf Streichung geben und damit ist auch das Verfahren nicht automatisch tot. Anders als im Bundestag haben wir keinen Grundsatz der Diskontinuität, es wird also einfach weitergehen. Wir als deutsche SPD-Abgeordneten sind der Auffassung, dass wir einer Richtlinie nicht zustimmen können, die Artikel 3, die Upload-Filter enthält. Dankeschön. Hier war eine Frage. Und dann. Daniel Buß für die Medienmagazine der ARD. Ich habe eine Frage zu den Lobbystrategien. Also diese Diskussion ist ja geprägt nicht nur durch normale, in Anführungszeichen, Demonstrationen auf der Straße und klassischem Lobbying von Verbandsvertretern, sondern Frau Trüppel hat es ja schon angesprochen mit Wikipedia. Es gibt aber ja auch über YouTube beispielsweise oder auch hinter den Kulissen war ja zum Teil in EU-Watchblogs zu lesen, Strategien von Verlagen, die über das klassische Lobbying hinausgehen sollen. Wie ungewöhnlich sind diese Maßnahmen und wo verläuft bei diesen Lobbystrategien die Grenze zur Legitimität? Die Frage geht vor allem an alle. Dann, wer möchte? Also ich kann gerne anfangen. Die
Der Lobbyismus zu diesem Thema ist schon in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Also das fängt damit an, dass wir Fälle gehabt haben, wo Verlage oder Nachrichtenagenturen die Trennung zwischen Redaktion und Lobbyismus aufgegeben haben. Der dafür eindrucksvollste Fall ist wahrscheinlich der der Agence France-Presse, die AFP, die im September um die Abstimmung des Europaparlaments berichtet hat über einen offenen Brief, der von einem Kriegsberichterstatter ins Leben gerufen worden sein sollte, wo sich herausgestellt hat, also dass dahinter tatsächlich eine PR-Strategie stand, dass dieser Autor des Briefes von der AFP gebrieft wurde und dass teilweise Unterzeichner dieses Briefes, also Journalistinnen und Journalisten, dann über den Brief berichtet haben, ohne zu erwähnen, dass sie selbst Unterzeichner sind. Also solche Dinge halte ich schon für ungewöhnlich und letzten Endes auch für schädlich für die Debatte, weil natürlich die Medien eine große Verantwortung haben, einerseits über diese Reform zu berichten, aber andererseits natürlich auch direkt Betroffene davon sind. Es gab eine sehr interessante Untersuchung der Antikorruptions-NGO Corporate Europe Observatory, die ausgewertet hat, mit welchen Interessengruppen die meisten Treffen stattgefunden haben. Und da war es ganz klar, dass die Lobbyisten der Medienunternehmen ganz überwiegend Zugriff auf die Abgeordneten, auch auf die Europäische Kommission hatten und schon vom Anfang, von den ersten Schritten der Reform sehr stark eingebunden wurden. Auf der anderen Seite ist ein großer Aspekt der Lobbystrategie auch die gezielte Diskreditierung der Zivilgesellschaft. Also es wird zum Beispiel versucht zu skandalisieren, dass eine Bürgerrechtsorganisation ihren Mitgliedern die Möglichkeit gibt, nach Brüssel zu kommen, um selbst Lobbying zu betreiben und ihnen dabei die Fahrtkosten bezahlt. Also ich weiß nicht, ob die Leute, die das skandalisieren, sich vorstellen, dass die Künstlerinnen und Künstler, die von der GEMA regelmäßig nach Brüssel oder Straßburg eingeladen werden, dass die ihre Reisekosten selbst bezahlen müssten. Also es ist merkwürdig, wie diese Diskussion verläuft und ich finde es sehr wichtig, dass man, wenn man sich nicht mehr sicher ist, in einer solchen Situation, wo das Lobbying extrem stark ist, dass man dann eben versucht, auf die tatsächlich unabhängigen Quellen zu hören. Dazu gehört in meinen Augen der Bundesdatenschutzbeauftragte, der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit und die unabhängigen Urheberrechts- und Immaterialgüterrechteinstituten an europäischen Universitäten, die wirklich fast einhellig diese Reform oder zumindest die Uploadfilter und das Leistungsschutzrecht ablehnen. Ja. Ich würde da sehr gerne was zu sagen, weil ich bin ja nach der Abstimmung am 12.09. im September als Leiterin der Delegation des Kulturausschusses im Silicon Valley gewesen. Und wir haben da geredet mit Apple, Facebook, Google, Netflix, Universal, NGOs, die Aussteiger waren von den großen Tech-Firmen, weil sie das nicht mehr verantworten können, und den Unis Berkeley und Stanford. Und für mich war sehr interessant, dass die Copyright-Lawyer von Google und Facebook gesagt haben, uns passt das überhaupt nicht mit der Mehrheit, die sich gerade hergestellt hat für dieses Lizenzierungsmodell. Und wir werden uns einmischen in die Trilogverhandlung in der Europäischen Union. Ich meine, dass die das machen, alle machen Lobby, das weiß man ja, aber dass die uns Abgeordneten, wir waren 6 aus verschiedenen europäischen Ländern, das so klar gesagt haben, das fand ich doch bemerkenswert. Und dann, was für mich jenseits sozusagen des normalen Lobbying war, war der Auftritt von Susan Wojcicki, in dem sie ihre eigene Plattform YouTube genutzt hat, um zu sagen, wenn diese Urheberrechtsreform so durchkommt, dann müssen wir YouTube ganz abschaffen oder in Teilen abschaffen und ihr werdet massive Nachteile haben. Und diese Plattform mit ihrer Reichweite so zu nutzen, das finde ich schon jenseits des normalen Lobbying, wo jeder natürlich zu Recht seine Interessen darlegen kann. Und ich will noch eine Sache sagen zu EDRI und den NGOs. Jeder hat das Recht, seine Interessen zu vertreten, NGOs auch. Mein Problem ist nur mit manchen von diesen NGOs, dass sie nicht so transparent vorgehen und zu sagen, wo dann auch ihre Gelder herkommen. Ich habe kein Problem damit, dass sie ihre Interessen vertreten, auch gegen diese Reform, aber dann müsste man auch sagen, welche großen Firmen, zum Beispiel Microsoft, die mitfinanzieren. Und das meine ich. Dann gilt Transparenz wirklich für alle. Und wenn die GEMA, die sind natürlich Vertreter ihrer Interessen, ist auch ihr gutes Recht. Und ich finde nicht, dass EDRI sagen kann, dass sie sozusagen völlig von irgendwelchen
ökonomischen Interessen fern sind. Und das würde ich auch von solchen NGOs erwarten, wenn sie an uns alle zu Recht Transparenzansprüche formulieren, dass das für sie selber auch gilt. Dankeschön. Nächste Frage hatten Sie. Achso, Herr Wirt, ja, machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Frage an Herrn Voss, und zwar, wie viele Plattformen werden denn betroffen sein? Sind es 500 oder 5 Millionen? Und wie würde ich dann als kleiner, unabhängiger Urheber eigentlich vorgehen, um dann an mein Geld zu bekommen, quasi? Also, zunächst einmal ist das, was Sie ansprechen, natürlich wieder völlig außerhalb des Textes, um den es hier eigentlich geht. Zum anderen gehe ich davon aus, das ist aber eine reine persönliche Einschätzung, dass ohnehin bloß 1-5% der Plattformen im Internet davon betroffen sein werden, wenn man eben sich den Artikel 2.5 mal genauer anguckt und die Idee, die dahinter steht. Und natürlich haben auch kleine Künstler oder wie auch immer sämtliche Möglichkeiten, die auch andere Künstler haben. Sie können sich einer Verwertungsgesellschaft genauso gut anschließen. Und wenn Sie eben das nicht möchten, dann müssen Sie eben an die Plattform herantreten und sagen, hier, ihr habt mir mein Werk hochgeladen, oder wenn er es selber hochlädt, dann gibt er ja gleichzeitig eine Lizenz mit dazu. Ich sehe überhaupt gar keine Unterscheidung oder keinen Unterschied zwischen kleinen oder anderen, wie auch immer, Künstlern. Die haben alle die ganz normalen Rechte, wie jeder auch. Und deshalb ist das meines Erachtens auch wieder das Hinleiten auf ein Thema, was überhaupt nichts mit dieser Reform an sich zu tun hat. Hier geht es darum, Plattformen dazu zu bewegen, die mit dem Eigentum anderer Leute Geld machen, davon auch etwas abzugeben. Das ist der Zweck von Artikel 13, und da wird keiner diskriminiert, ob klein oder groß. Sie hatten eine Frage und dann der Herr. Christine Becker vom ARD Hauptstadtstudio. Auch Frage an Herrn Voss, vielleicht auch an Herrn Wölken oder an alle. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Herr Wölken sagt, man kann mit Änderungsanträgen die Richtlinie sozusagen noch verändern und man kann trotzdem die Richtlinie sozusagen als solche erhalten und sie dann sozusagen durchführen. Sie sagen, wenn wir Artikel 13 jetzt noch irgendwie versuchen zu ändern oder dran rumzuschrauben, dann platzt das Ganze. Wer hat denn nun recht? Wie läuft es denn jetzt? Das Ganze ist quasi die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis. Natürlich können Sie Änderungsanträge stellen, darüber wird auch abgestimmt, und wenn die dann durchkommen sollten, hätten wir natürlich eine völlig andere Grundlage als das, was wir im Trilog abgestimmt haben. Das heißt, in dieser Legislaturperiode kriegen wir das überhaupt nicht mehr zum Ende. Das heißt, wir müssten die erste Lesung quasi dann zumachen. Und das würde bedeuten, dass wir dann in der nächsten Legislaturperiode dieses Thema wieder aufnehmen müssten. Der Rat müsste sich überhaupt dazu bereit erklären, den Artikel 13 draußen lassen zu wollen, wenn es um diesen Antrag geht. Und ob das dann im Rat überhaupt durchgeht, ist schon fraglich. Es ist auch fraglich, ob man in einem neuen Parlament überhaupt dann für das Urheberrecht noch irgendwelche Mehrheiten dieser Art bekommt. Das, was im Moment auf dem Tisch liegt, ist ja nur das, was politisch überhaupt noch machbar scheint, nämlich zwischen der Mehrheit des Rates, was ja ohnehin schon schwierig genug gewesen war, dort eine Mehrheit dafür zu bekommen, und der Mehrheit im Europäischen Parlament. Und dabei geht es eigentlich im Moment nur um den Text, der im Trilogergebnis erzielt worden ist. Und alles andere führt zu Unsicherheiten, von denen ich sagen würde, damit ist eigentlich dieses Thema vom Tisch, weil wir dafür keine Mehrheiten mehr bekommen werden, auch in der neuen Legislaturperiode nicht. Und deshalb ist das meine Einschätzung, dass wir dann diese Entwicklung vergessen können. Dankeschön, Herr Böck, wollte noch was. Was jetzt ja gerade klar geworden ist, ist, Änderungen sind möglich. Es ist auch das gute Recht des Parlaments, Änderungen vorzunehmen. Bis jetzt haben wir den informellen Trilog durchgeführt, der zu Recht auch als intransparent und wenig demokratisch bezeichnet wird von Demokratieforschern, weil eben nur ganz wenige Abgeordnete an den Verhandlungen teilnehmen. Deswegen ist es auch überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass das Plenum in Gänze sagt, wir wollen Änderungen diskutieren. Das Recht, habe ich gerade gesagt, das zu tun, steht in Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung. Was der Rat macht, sollten wir den Artikel 13 löschen,
steht absolut in den Sternen. Also es kann sehr wohl sein, dass der Rat sagt, die anderen Artikel, die wir beschlossen haben, sind uns so viel wert, dass wir das Streichen akzeptieren und den Rest der Richtlinie so beschließen. Und das wäre auch noch innerhalb dieser Legislaturperiode möglich. Und das ist die zweite Einschränkung, die Axel Voss gerade gemacht hat. Selbst wenn es nicht mehr in dieser Periode passiert, das Dossier verschwindet nicht vom Tisch. Und ehrlich gesagt sehe ich auch im neuen Parlament eine Mehrheit, die das Urheberrecht akzeptiert und Urheberinnen und Urheber stärken will. Dankeschön. Noch ein Kommentar. Ja, ich würde gerne was sagen zu diesem Bashing der Verhandlungsweise im Europäischen Parlament. Wir haben die drei Institutionen, Kommission, Parlament und Rat. Wir haben jahrelang öffentliche Konsultationen gemacht, wir haben Kritiker eingeladen, wir haben mit jungen Leuten geredet und bei jedem Gesetz gibt es zum Schluss, wenn man so weit gekommen ist, Trilogverhandlungen. Ich kann daran nicht erkennen, dass es in dem Fall undemokratischer oder intransparenter sein soll, als bei jedem europäischen Gesetz, was wir machen. Und diese Unterstellung, dass wir alles closed shop und es ist undemokratisch, das kann ich nicht teilen. Das geht für mich in einen Diskurs rein, der die europäischen Institutionen und die Transparenz der Verfahren diskreditiert und ich lehne das ab. Also da wird auch das proeuropäische Denken umgedreht in eine Attacke auf die Art und Weise, wie europäische Gesetzgebung funktioniert und ich kann das nicht unterschreiben. Gut, dann hatten Sie eine Frage. Christoph Krachten, mein Name vom YouTube-Kanal ClickZoom. YouTube-Kanal ClickZoom, wir berichten schon länger über das Urheberrecht. Meine Frage an Herrn Voss ist, Ihre Partei hat ja jetzt Artikel 13 quasi, wie wir gerade gehört haben, kassiert und gesagt, national machen wir das anders. Eigentlich war ja die Urheberrechtsreform dazu gedacht, das Urheberrecht europaweit zu harmonisieren. Ist es jetzt gescheitert oder kommt jetzt das große Kuddelmuddel? Also zunächst zum Harmonisierungsgrad. Wir reden hier über eine europäische Richtlinie, die sowieso darauf hinausläuft, dass jeder Mitgliedstaat sein eigenes Urheberrecht sozusagen weiterführt. Wir geben einen bestimmten Rahmen vor. Innerhalb dieses Rahmens können aber die Mitgliedstaaten ja frei entscheiden, wie sie das weiter ausfüllen. Und das Urheberrecht ist dadurch eben auch sehr stark gekennzeichnet, dass die Mitgliedstaaten sehr stolz sind auf ihre Tradition, auf ihre Rechtsstrukturen, auf ihre Urheberrechte, sodass das rein von der politischen Realität her gar nicht machbar gewesen wäre, eine europäische Verordnung hier überhaupt durchzubekommen. Also eine Vollharmonisierung war von vornherein so gar nicht angestrebt. Ich halte es zwar für sinnvoller, man hätte das auch in diesem Bereich so gemacht, nur das wäre politisch nicht realistisch gewesen. Die CDU hat jetzt hier in ihrer Überlegung eben oder die Überlegung angestellt und gesagt, so was ja eigentlich nur kritisch ist in diesem ganzen Artikel 13 und in dieser Situation ist, was passiert eigentlich, wenn man gar keine Lizenz hat, wenn man keine Möglichkeit hat, irgendwie das wie auch immer zu autorisieren oder autorisieren zu lassen. Und hier setzt nach meinem Verständnis die CDU in Deutschland an und sagt, so anstatt das, und das ist ja auch das, was wir grundsätzlich sagen, man braucht keine technologischen Lösungen, wenn man, wie hier der Vorschlag eben da ist, Lizenzmodelle anbietet. Dann hat jeder die Möglichkeit, seine Uploads oder wie auch immer entsprechend zu autorisieren und dann gibt es eben eine einfache Möglichkeit, damit eben auch entsprechend umzugehen. Das ist das, was die CDU möchte und das ist das, was dann in der Umsetzungsphase nachher eine Rolle spielt. Deshalb, da muss man dann den internen Prozess in der Bundesrepublik abwarten, wie man das nachher umsetzen kann, welche Mehrheiten es dann auch für solche Ideen gibt, inwieweit der Koalitionspartner dort mitzieht, inwieweit das BMJ das entsprechend dann vorbereitet. All diese Dinge werden abzuwarten sein, aber die generelle Idee ist eben einfach zu sagen, wir wollen, anstatt dass das irgendwie technologisch kompliziert zu werden scheint, Lizenzmodelle anbieten, damit wir dem Urheberrecht auch noch gerecht werden. Dankeschön. Zu der Frage gibt es noch Frau Rieder und Rückel nochmal. Also ich möchte eine Sache klarstellen. Ich habe dem Europaparlament in meinem Initiativbericht im Jahr 2015
genau die Frage vorgelegt, wollen wir ein einheitliches europäisches Urheberrecht, und da hat die CDU dagegen gestimmt. Also man kann nicht sagen, das wäre wünschenswert, aber leider gab es dafür keine Mehrheiten, wenn man selbst dagegen ist. Ich glaube, die Ambitionen von Anfang an von der Kommission waren genau diese. Herr Juncker hat 2014 gesagt, das Ziel dieser Reform solle sein, es einfacher und europäisch einheitlich zu gestalten, und das ist vollständig gescheitert. Das Problem ist, wenn man jetzt sagt, wir nehmen den Artikel 13 einfach trotzdem an und versuchen dann auf nationaler Ebene daran herumzudoktern, dass natürlich Plattformen grenzübergreifend agieren und sich nicht werden an 28 verschiedene Rechtsrahmen anpassen können. Das heißt, wenn manche Länder in der EU Uploadfilter verlangen, dann werden die Plattformen die einführen. Und wenn wir keine gemeinsamen Regeln fürs Urheberrecht europaweit finden können, dann gelten am Ende die Regeln, die Google oder Facebook sich selbst gesetzt haben. Und das war eigentlich das, was wir von Anfang an bei dieser Reform verhindern wollten. Zu dem Vorschlag der CDU für die nationale Umsetzung, Herr Wölken hat völlig recht, es ist eine vergütete Schranke, die dort vorgeschlagen wird, die europarechtswidrig ist. Das kann man auf nationaler Ebene nicht machen. Und selbst wenn es ginge, würde es dazu führen, dass deutsche Inhalte geblockt werden müssten. Das würde bedeuten, alles, was von außerhalb Deutschlands kommt, müsste durch den Upload-Filter und die in Deutschland hochgeladenen Inhalte nicht. Also genau das Gegenteil von dem, was man mit dieser Reform erreichen wollte, nämlich einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Dankeschön, Frau Trüppel, noch kurz mit Blick auf die Zeit und Fragen. Ich würde gerne noch mal sagen, dass wir ja die Schranken noch mal klargestellt haben, dass die ausgeweitet worden sind, also für Quotation, Criticism, Review, Karikatur, Parodie und Pastiche, also alle Ängste, dass das nicht möglich ist. Es ist eine Modernisierung des Urheberrechts, weil diese Schranken europaweit harmonisiert werden. Also genau das, was auch verlangt war, an dem Punkt ist es eine klare Modernisierung des Urheberrechts. Zur Frage der Upload-Filter im Koalitionsvertrag, ich zitiere Ihnen den Satz, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Upload-Filtern lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Eine Verpflichtung steht ja auch nicht im Text. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch kein Bruch des Koalitionsvertrages, weil das Gesetz sich ja genau daran hält, diese Verpflichtung nicht vorzuschreiben, weil man die Probleme durch Lizenzverträge lösen kann. Und das ist der Sinn des Saches, um die Wertschöpfungslücke, die wir jetzt haben, auf den großen kommerziellen Plattformen, die Kommunikation zur Öffentlichkeit machen, zu schließen. Dankeschön. Sie haben noch eine Frage, und dann hier war noch rechts und links eine, dass wir im Blick behalten, dass kurz nach 11 Uhr, glaube ich, die Herr Voss und andere gehen müssen. So, bitte. Jörg Wagner, Radio 1, Medienmagazin, RBB, Hörfunk. Es ist eine kurze Antwort möglich. Wenn Sie meiner These folgen, dass Politiker nicht oder Politikerinnen und Politiker nicht alles wissen können, von wem haben Sie sich beraten lassen? Wer ist die wichtigste Person im Hintergrund, die es Ihnen ermöglicht, bei der Abstimmung ein gutes Gewissen zu haben? Dankeschön. An alle, ja, die Frage. Wer möchte? Ja. Also, das geht natürlich los. Sie kriegen zum einen die Evaluation der Kommission, warum überhaupt ein solcher Rechtsakt auf den Weg gebracht wird. Sie sprechen mit Ministeriumsmitarbeitern oder Botschaftsangehörigen, Sie sprechen mit den ganzen Stakeholdern, den Beteiligten in den verschiedensten Gruppierungen und haben dadurch dann auch ein entsprechendes Bild davon, was eigentlich läuft und was nicht läuft und wo die Probleme liegen und wo sie nicht liegen. Nein, gibt es nicht. Ich mache weiter. Ich habe natürlich auch mit allen geredet, und zwar seit 10 Jahren, aber die Frage würde ich gern beantworten. Wer macht mir mein gutes Gewissen? Das ist mein Gesangslehrer. Für mich ist die wichtigste Quelle an der Stelle die Wissenschaft. Man ist, glaube ich, wenn man sich die politische Debatte anhört, erstaunt, wie vergleichsweise radikal der Konsens unter Rechtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an europäischen Universitäten sind. Die sind sich alle einig, dass wir ein einheitliches europäisches Urheberrecht brauchen und dass Artikel 11 und 13 in dieser Form einfach Unsinn sind. Ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber ich habe keinen persönlichen Berater. Ich lese mich in das Thema selbst ein.
Ja, bei mir ist die Antwort ähnlich. Auch ich habe mich natürlich mit einer großen Anzahl von Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern getroffen. Das gehört, glaube ich, dazu bei so einem komplexen Thema, dass man sich mit denjenigen auch unterhält, die am Ende des Tages mit den Regulierungen leben müssen. Und bei mir ist es auch so, dass ich insbesondere sagen würde, das Team ist der wichtigste Ratgeber an der Stelle. Dankeschön. Bitte. Ja, mein Name ist Dominik Kiss. Ich vertrete jetzt nicht wirklich eine Zeitung, ich vertrete eher den als Mob bezeichneten Protest der Leute. Und ich sehe, es wurde ja vorhin angesprochen bezüglich Transparenz. Da würde ich einfach mal gerne nachfragen, da ich es auch schon von einigen Abgeordneten mitbekommen habe, dass die ganzen Verlage eine ziemlich große Kampagne fahren und auch die Lokalzeitungen von den Wahlkreisen von verschiedenen Abgeordneten aus ganz Europa angeschrieben haben, Druck zu machen bei den Abgeordneten von wegen, wenn sie diese Urheberrechtsreform nicht dafür stimmen, dann bekommen sie schlechte Presse in ihrer Lokalzeitung. Wie ist denn das bei Ihnen angekommen oder wie würden Sie denn dafür dazu stehen, Frau Trüpel und Herr Voss? Gesagt, alle machen bei dieser Frage Lobby, ob das Urheberverbände sind, einzelne Künstler, die Zeitschriftenverleger, das Silicon Valley, das machen alle. Ich habe einen Brief gekriegt von den Chefredakteuren, dass sie gerne möchten, dass diese Urheberrechtsreform durchführen. Von irgendwelchen Drohungen stand da nicht drin und ich kandidiere ja auch nicht mehr. Also mich kann jemand mit solchen Sachen sowieso nicht unter Druck setzen. Also mir geht das ähnlich. Ich meine, es ist ja nichts anderes, als das von der anderen Seite zu bekommen, oh, wenn ihr diese Reform macht, dann wähle ich euch nie wieder. Diese Drohung bekommt man von der anderen Seite jedenfalls nicht. Also von daher, ich glaube, diese Einflussnahme, die da ausgeübt wird, die ist von jeder Seite irgendwie gleich und jeder ist irgendwie für seine Interessen da, das wissen wir auch, damit können wir auch umgehen und damit werden wir auch umgehen, aber inwieweit das nun eine Rolle spielt, ob auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, kann ich überhaupt nicht erkennen. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist, ich sag mal, dieser persönliche Druck, den man eigentlich aushalten muss mit irgendwelchen Diffamierungen, die dort ständig über die in den sozialen Medien ablaufen, die überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun haben, da muss man schon sagen, das geht einfach schlichtweg zu weit. Also da hat man Maße und Mitte nun völlig verloren, um sich mit dieser Sachinformation hier auseinanderzusetzen. Was mich eben immer wieder wundert, dass man selbst, obwohl wir reagiert haben auf die eine oder andere Kritik, auch gerade aus der Nutzerebene, dass man da überhaupt gar keine Reaktionen dazu bekommt. Das geht immer nur weiter auf das gleiche Thema, obwohl sich der Text zweimal extremst verändert hat. Es ist immer dennoch das gleiche Argument und immer wieder das gleiche. Das heißt, man reagiert gar nicht auf die tatsächlichen Veränderungen, die wir in diesem ganzen Gesetzgebungsprozess vorgenommen haben, sondern man verstärkt immer nur das gleiche Argument, in dem man sagt, oh je, es ist noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer, dabei ist es eigentlich viel balancierter geworden, als wir das vorher hatten. Bitte, was hat stattgefunden? Ja, das ist auch so ein Ding, man unterstellt einem immer alles, wenn man es nicht explizit, nein. Also, was denn genau? Ja, aber bitte, Sie sind, nein, Sie sind doch aber auch an mich herangetreten. Es sind auch die Plattformvertreter an mich herangetreten. Also das ist doch alles. Ja, natürlich findet das alles statt. Also ich weiß gar nicht, das ist doch das Übliche im Gesetzgebungsverfahren, dass dann natürlich, doch. Das ist natürlich üblich, dass man, ich sage mal, auch Gesetzgebung ist ein Wettbewerb. Und wer seine Interessen dort nicht vorträgt, die sind dann eben nicht existent. Und deshalb muss natürlich jeder, der seine eigenen Interessen dort auch vorbringen will, natürlich auch irgendwie mit einem sprechen. Das ist auch völlig normal. Ja, ich glaube, die Frage ist jetzt auch beantwortet worden und möchte dann noch die letzte Frage. Oder? Markus Balser, Süddeutsche Zeitung. Herr Voss, Sie haben vorhin gesagt, am Dienstag, oder Sie würden sich auf den Dienstag freuen, auf die Abstimmung, weil dann die Sache durch wäre. Meine Frage ist einfach, für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass die Sache dann durch ist am Dienstag? Wie schätzen Sie die Mehrheitsverhältnisse ein?
auch nach dem, was Herr Wölken gerade gesagt hat, mit den 150 Unterschriften für den Änderungsantrag oder Änderungsanträge. Und vielleicht auch Herr Wölken, Frau Rieder oder Frau Trüppel, wie sehen Sie die Lage am Dienstag? Also wir haben im September, am 12. September ja eigentlich eine sehr solide Mehrheit für das ganze Projekt Urheberrechtsreform bekommen. Und mir sind jetzt nicht so massenhafte Signale irgendwie entgegengesetzt worden, wo man sagt, nee, das wird nichts. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir weiterhin eine Mehrheit auch für die Urheberrechtsreform haben. Ich bin auch sehr hoffnungsvoll, was dies betrifft. Und von daher glaube ich, dass das am Dienstag durchgehen wird. Meine Einschätzung ist da etwas anders. Wir hatten in den Plenarabstimmungen bei dem Artikel 13 bis jetzt eine sehr knappe Mehrheit. Bei der letzten Abstimmung haben sich, glaube ich, 64 oder 65 Stimmen Vorsprung für den Artikel 13 ausgesprochen. Das sind also 32 Kolleginnen und Kollegen, die sich umentscheiden müssen. Das ist mitnichten unmöglich. Ich glaube, der Protest wirkt auch an dieser Stelle. Aus deutscher Perspektive möchte ich vielleicht noch mal einen Satz zu der angesprochenen Schranke sagen, die Frau Trüppel auch erwähnt hat. Das, was wir da vorgeschrieben haben, ist nichts Neues und wäre technisch auch erstmal nicht umsetzbar. Die Bundesjustizministerin hat zu dem Vorschlag der CDU gesagt, das BMJV hat zu dem Vorschlag gesagt, der Inhalt ist unklar. Was die CDU da will, weiß man eigentlich gar nicht. Es gibt keine Rechtsgrundlage im europäischen Recht dafür. Und der Artikel 13, so wie er jetzt hat, enthält eben keine Ausnahme für benutzergenerierte Inhalte, nicht mal mit oder ohne Vergütung. Und insofern, glaube ich, ist es auch wichtig, den Artikel 13 zu streichen, um zu einer sauberen Lösung zu kommen, die ja auch offensichtlich von der CDU auf Bundesebene gewollt ist, aber europarechtlich so nicht möglich ist. Und das kann uns nur gelingen mit einer Streichung des Artikel 13. Ich glaube, die Abstimmung wird sehr knapp ausfallen. Man muss auch wissen über den Text des Artikel 13, der im September eine Mehrheit gefunden hat, dass dort Kleinunternehmen vollständig von Artikel 13 ausgenommen waren. Das war eine der zentralen Änderungen des Textes zwischen Juli und September. Und das war, soweit ich weiß, auch ein Versprechen des Berichterstatters gegenüber einigen, die damals gezweifelt haben. Jetzt im finalen Text ist diese Ausnahme nicht mehr enthalten, sondern es gibt nur eine Ausnahme zum Filtern für kleine Plattformen, die jünger als 3 Jahre sind. Ich denke, auch das wird einen Einfluss darauf haben, dass manche, die dafür gestimmt haben, in der Hoffnung, dass der Text sich noch verbessert, jetzt dagegen stimmen werden. Ja, vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen gibt. Ja. Also ich habe Ihnen ja dieses Manifest hier verteilen lassen, was ich aufgesetzt habe, um nochmal klarzumachen, was aus meiner Sicht für diese Reform spricht. Und ich werde jetzt auch die nächsten Tage weiter so unterwegs sein, dass ich für die faire Reform werbe. Und ich hoffe, dass wir genug Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen können. Dankeschön. Danke auch fürs Kommen, für Ihr Interesse. Und nochmal der kleine Hinweis, dass die Aufzeichnung im Internet nachher zu finden ist. Dankeschön auch ans Podium und kommen Sie gut nach Hause.